Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play. 20. Januar 1793. Bist du dir ganz sicher? Nicht wirklich, nein. Aber der Marquis ist mit Le Pelletier im Nationalkonvent. Vielleicht weiß er was Genaues. Ach, was wäre wohl die spitzere Bemerkung zu den Vorgängen im Hochstift? 7 Nonnen verführen einen Gemeindepfarrer zur Unzucht. Oder ein enorm bestückter Benediktiner sodomisiert mit einer Ziege namens Pius. Nichts auf der Welt kann mich dazu bringen, darauf zu antworten. Ganz genau, Arno. Es ist die Ziege. Nun, was kann ich für euch tun? Und für eure charmante Begleitung. Louis-Michel Le Pelletier, was könnt ihr uns über ihn sagen? Ah, der gute Louis. Erst fordert er die Abschaffung der Todesstrafe und nur 2 Jahre später den Kopf des Königs. Wo können wir ihn finden? Ich pflege nicht, mit den anderen Abgeordneten zu fraternisieren. Hat wohl mit meiner Abneigung gegen das Köpfen Unschuldiger zu tun. Apropos Unschuldige. De Sade? Mhm. Le Pelletier. Nun, ich glaube, er speist regelmäßig in einem Café beim Palais Royal. Dort solltet ihr ihn finden können. Und falls nicht, komme ich zurück. Ach ja? Nun, dann hoffe ich, Unrecht zu haben. Nein, tut ihr nicht. Ja, der Typ hat irgendwie was von einer Ratte, wie ich finde. Es sieht doch wie eine aus. Irgendwie ist der mir nicht so ganz geheuer. Ich denke mal, den werden wir nochmal treffen. Und vielleicht werden wir ihn auch beim nächsten Treffen ausschalten müssen. Könnte auch möglich sein, ich weiß es ja noch nicht. Ich spiele es ja blind. Ja, der Ladebildschirm. Ihr kennt ja meine Einstellung. Dazu mittlerweile schon. Weinlieferung für den Palast. Zum Hintereingang. Mach die Fenster dieses Mal richtig sauber. Sonst schlägt mir Monsieur Le Pelletier den Kopf ab. Ja, Madame. Bonjour, Bürger Le Pelletier. Bürger Tallien. In dieser Mission müssen wir Le Pelletier, oder wie auch immer der heißt, eliminieren. Hier gibt es eine Gelegenheit zu einem einmaligen Attentat, 14 Zugänge, 69 Wachen und 17 Verstecke. 69 Wachen. Das klingt nach Arbeit. Also wenn das so wird wie in Folge 21, könnt ihr euch schon mal anschnallen und legt euch auch einen Snickers raus. Denn es könnte mal wieder länger dauern, denn ich möchte wieder alle Herausforderungen abschließen. So. Die optionalen Missionsziele wären mit Berserkerpfeilen vergiftete Grobiane und 2 Doppelattentate. Schauen wir mal. Aber bevor wir das hier starten, würde ich ganz gerne noch meinen Charakter verbessern. Und dazu muss ich erstmal das richtige Teil hier finden. Dann gehe ich auf Gesundheit, denn ich habe 11 Punkte da oben zum Verteilen. Und ich möchte mir jetzt ein neues Gesundheitsupgrade kaufen. Das dickste Fell. So, das machen wir auch mal. Beschreibung, die Fähigkeit im Kampf sehr viel mehr Schaden auszuhalten. Okay. Kaufen wir. Na, jetzt haben wir nur noch 2 Punkte. Aber was soll's. Danach gibt's noch eins, das nennt sich Eisenfell. Da brauchen wir aber 12 Punkte für. Und da ich die Punkte noch nicht habe, können wir es uns auch noch nicht kaufen. Ist ja klar. So. Jetzt haben wir da oben auch, glaube ich, 2 Gesundheitsbalken mehr. Ich muss mal zählen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ja, alles klar. 16 Stück haben wir jetzt mittlerweile. Gut. Dann gehen wir doch mal hier runter in den Heuwagen. Zack. Und verschaffen uns einen Überblick mit dem Adlerauge. Grobiane sind auf jeden Fall die dicken Typen. Und ein Doppelattentat, ich weiß nicht. Ich glaube, dafür stehen die beide hier ziemlich weit auseinander. Aber ich kann es ja mal versuchen. Okay, einmal habe ich schon mal hinbekommen. Ja, komm noch her. Such mich doch, ich bin hier hinten. Gucken, ob er mich findet. Ich verstecke mich mal wieder im Heuwagen. Das geht leider nicht. Dann komm ran auf den Meter.
So. Ja, mit dem neuen Schwert ist das alles kein Thema mehr. Gut gemacht, Fremder. Tja, Leute, ich habe euch den Weg freigemacht. Ihr könnt hier die Burg stürmen, ja? Ihr braucht keine Angst haben. Ich gehe auch vor, ich räume euch den Weg frei. So, dann werden wir erstmal gucken, wo die nächsten Leute hier stehen. Dann hätten wir schon mal... Versprecher legendär gibt es auch in jeder Folge von mir. Da hätten wir schon mal einen Grobian. Den vergiften wir gleich mit dem Berserker-Pfeil. Ihr seht ja, jetzt ist er vergiftet und macht hier sein eigenes Ding. Ich verstecke mich mal nochmal zwischen den Leuten hier, um zu sehen, was er macht. Ja, er kloppt sich da hinten mit dem anderen Typen. Da oben ist auf jeden Fall ein Scharfschütze. Naja, zwei Scharfschützen befinden sich dort oben. Okay, das könnte etwas schwierig werden. Auf ein Wort! Nee, dafür habe ich gar keine Zeit. Ich muss doch hier meine Mission beenden. So, der Grobian ist gleich hin. Gucken wir mal, ne, sah. Der kloppt sich immer noch mit dem einen. Ich hoffe, das sieht man. Ich gehe mal ein Stück näher ran. Guckt euch das an. Okay, der Grobian verliert sogar. Na, wer gewinnt? Ich nehme noch Wetten an. Okay. Wer auf den Grobian gewettet hat, hat auf jeden Fall verloren. So. Dann plündern wir die beiden doch mal. Und vielleicht hat ja einer von den beiden noch einen Berserker-Pfeil für mich. Das wäre natürlich schön, da ich nur zwei habe. Okay. Leider nicht. So, dann sabotieren wir gleich mal die Glocke. Und dann versuche ich doch mal mein Glück. Und kletter hier hoch. Und werde da oben gleich mal die Scharfschützen ausschalten. Dann bin ich die auf jeden Fall auch schon mal los. Machen das wieder mal ganz geschmeidig. Arno, ich wollte gerade sagen, es wäre schön. Jawohl, noch ein Luftattentat. Die 150 Punkte nehmen wir gerne entgegen. Er hat es gar nicht gecheckt, dass ich an ihm vorbeigesprungen bin. Ja, Augen auf bei der Berufswahl, sage ich nur. Du willst Scharfschütze sein? So wird das nichts. So, dann gucken wir mal weiter mit dem Adlerauge. Ja. Da unten hätten wir nochmal die Möglichkeit für ein weiteres Doppelattentat. Aber so wird das nichts. Denn wenn die mich jetzt entdeckt haben... Ah nein. Das war da oben einer, okay. Ja, ist ja gut. So, okay. Die beiden Typen da hinten schnappe ich mir jetzt nochmal fürs Doppelattentat. Das machen wir ganz geschmeidig, passt auf. Ein Recht lebe auf dich. Zack. Die sind schon mal hin. Leider war davon einer ein Grobian. Was soll ich machen? Der eine Typ guckt hier sicherlich jetzt nach dem Rechten. Oder auch nicht. Die machen hier alle irgendwie ihren Job nicht richtig. Keiner guckt hier, was der andere macht. So, hast du vielleicht noch einen Berserker-Pfeil für mich? Das wäre schön. Wohl eher nicht. Ja, man kann nicht alles haben. Die Lottozahlen fürs Wochenende habe ich ja auch nicht. Ja, ich habe heute einen guten Tag. Ich werde noch den ein oder anderen Kracher bringen. Verlasst euch drauf. So, wo waren jetzt hier der eine Löffel, der mich gesehen hatte? Da oben. Nun gehe ich da gleich mal hoch und werde mich da austoben. So, da habt ihr wieder einen Doppelreim. Der musste auch nochmal sein. Oh, hängt hier vielleicht einer? Nö. Gut. Dann geht's weiter hoch. Arno bahnt sich den Weg. Für den Scharfschützen da unten ist gleich alles zu spät. So, der kriegt jetzt nämlich ein Luftattentat ab. Genau. So.
Jetzt seid mal hier nicht so knauserig und drückt hier mal bitte ein paar Berserkerpfeile raus. Das könnt ihr hier nicht bringen. So, die Alarmglocken werden wir auch wieder ausschalten. Die Frage ist nur, wo finde ich jetzt hier den anderen Grobian, der mir fehlt? Ja, drücken Sie Dreieck, um das Adlerauge zu aktivieren und das Ziel zu finden. So clever bin ich auch schon. Aber das interessiert mich erstmal nicht. Ich möchte hier erstmal ins Gebäude rein. Wenn es machbar wäre. Gut. Da hätten wir schon mal ein offenes Fenster. Da oben dann rein. Und guckt euch das an, wer hier steht. Ein Grobian. Tja, Leute, den vergiften wir doch gleich mal. Hallo, Freundchen. So. Ja, das war eine Wespe, ja. Guckt mal hin da. Langsam wird's auf jeden Fall. Verschwinde, du Spinner. Die beiden Missionsziele hätten wir auf jeden Fall schon mal erfüllt. Und dann hauen wir die Typen jetzt hier aus der Latschen. Du hast auf mich geschossen. Das geht wieder aus für dich, Freundchen. Ja, macht ihr mal da euer Ding, ne? Ich versuch mal die Glocke zu sabotieren. Ah, ne, geht gerade. Wow. Wow. Boah, das war knapp. Ey, hau dir mal richtig rein. Aber sowas voll. So. Digga, dafür gibt's noch einen Gnadenstoß. So, schnell die Glocke sabotieren und dann kümmere ich mich um das Hauptziel. Ja, ich hab's wieder probiert, inkognito-mäßig zu machen. Es hat mal wieder nicht sein sollen. Also mussten wir wieder für Furore sorgen, aber was soll's. Ich wollte ja auch ein bisschen Action haben. Also ich denke das zumindest, dass ihr das haben wollt. Es wäre ja auch langweilig, hier alles klar zu machen, ohne entdeckt zu werden. Da würde ja der ganze Spaß flöten gehen. Finde ich jedenfalls, also. Nun gut. Wir gucken doch mal, wo sich das Hauptziel befinden könnte. Der kann ja nur hier draußen sein. Auf dieser grünen Fläche. Hat mich da wieder einer entdeckt? Na, warte mal, Dickerchen. Für dich habe ich noch was Feines, wenn du mal deine Birne stillhalten würdest. Bitte recht freundlich. Na, es klappt wieder nicht. Also irgendwie Arno mit Schießen außer Deckung hat das heute nicht so. So, dafür kriegt der jetzt aber einen Kopfschuss. Viel besser als alles, was im Wunschbrunnen liegt. Und der Grobian ist schon wieder vergiftet, geil. Okay. Jetzt nehme ich gerne wieder Wetten an, wer gewinnt. Der dünne Typ oder die drei dünnen Typen gegen den Grobian. Gucken wir doch einfach mal. Okay, die kämpfen unfair. Der eine hat ja eine Knarre. Ne, warte mal, den schalte ich aus. Ich muss hier wenigstens für Gerechtigkeit sorgen. Oh, jetzt habe ich den Grobian auch ausgeschaltet. Scheiße. Nix da. Du bist gleich dran. Hier wird jeder bedient. Warte mal. Jetzt bist du dran. Komm. Ja, nur komm. Nur ist aber gut hier. Ja. So. Dann gucken wir doch nochmal, ob die vielleicht für mich Berserkerpfeile haben. Das macht ja echt Spaß. Mit diesen Pfeilen. Wohl eher nicht. Ja, Phantomklingen habe ich ja, weil ich im Überfluss. Aber ich hätte gerne Berserkerpfeile, habe ich aber nicht. Egal. Dann gucken wir doch mal, wo sich das Ziel befindet. Okay, da hätten wir noch einen mit der Laterne. Jo, was geht ab? Ich erwisch dich schon, du Rechter! Echt jetzt? Na komm, du hast einen Schlag frei. Oh. Zu spät. Guckt euch das an, was für ein Damage mein neues Schwert macht. Ist echt der Hammer.
In Folge 22 habe ich euch übrigens beschrieben, was für ein Schwert das ist und was für eine Pistole ich mittlerweile habe. Und in Folge 15 habe ich beschrieben, was für eine Ausrüstung ich habe. Falls es den einen oder anderen noch interessieren sollte. Kennt ihr das Manifest von Oh, hier steppt ja richtig der Bär drin. Oh, auf die Typen muss man richtig aufpassen. Aber irgendwie... Ah ja. Ah ne, das ist nur eine Alarmglocke. Ne, Quatsch, das ist das Hauptziel. Ich glaube, ich habe soeben das Hauptziel entdeckt. Aber da ich ja öfter mal Tomaten auf den Augen habe, könnte das auch nicht das Hauptziel sein. Gucken wir nochmal. Naja, ihr habt hier nichts gesehen, Leute. Aber da oben ist auf jeden Fall was Gold. Seht ihr das da oben? Also eine Alarmglocke ist es definitiv nicht. So, ich spreng jetzt mal hier kurz die Party. Mein Kopf auf deiner Lanze, ich glaube wohl eher nicht, Freundchen. Das wird nichts. So, wir schalten hier einen nach dem anderen aus und dann versuche ich mal da reinzukommen. Ist hier vielleicht irgendwo ein offenes Fenster? Wenn nicht, geh mal durch die Vordertür, das wird sicherlich lustig. Ah, definitiv, das ist das Hauptziel. Auf jeden Fall. Okay. Der Typ hat ordentlich Bodyguards um sich geschart. Das soll mich nie weiter stören. Die Jungs können sich auf jeden Fall schon mal richtig anschnallen, wenn ich mit meiner neuen Pistole da auftauche. Da hinten hoch, hier vorne wieder runter. Hätte Arno auch ein wenig Frühsport gemacht. So. Wo willst du hin? Wir würden dir gerne den Ausblick von der Speerspitze zeigen. Echt jetzt? Das will ich aber sehen. Das reicht. Kein Schritt weiter. Okay, ich versuche jetzt hier unten mal die Party zu sprengen und dem einen Typen einen Kopfschuss zu verpassen. Das wird sicherlich nicht so ohne weiteres gehen. Daher schleiche ich mich jetzt einfach mal hier rein. Mit Haut und Haaren. Und bei den beiden Leuten hier vorne versuche ich nochmal einen Doppelattentat. Das ist meine patriotische Pflicht. Ah, nee. Für euch brauche ich ja Betäubungsbomben. War ja so. Na komm, Diggerchen, du hast den ersten frei. Also die Typen sind echt hardcore, kann ich euch nur sagen. Der hier auch. Aber wenn er einen Eimer hat, dann geht's eigentlich. So, ich nehme jetzt mal wieder meine Rauchbomben rein. Ich habe euch ja gesagt, es wird lustig, wenn ich durch die Vordertür gehe. So, dann plündere ich die nochmal schön. Jawoll, Berserkerklinge. Das heißt, wir haben im zweiten Stockwerk noch was zu lachen. Und dann nehme ich auch gerne wieder Wetten an, ja. Die Leute, stört das hier gar nicht. Ich würde den gern plündern. Geht ja mal bitte beiseite. Dankeschön. Tja, wie ihr seht, im Mittelalter oder in dem Paris der Zeit, wo wir uns gerade befinden, die Leute sind einiges gewöhnt. Die stört's gar nicht, dass jetzt hier ein paar Leichen liegen. Nun gut. Dann gehen wir doch mal ganz geschmeidig hoch und suchen den einen Typen. Der befindet sich dort vorne. Aber mich würde nochmal interessieren. Gut, die sind zu weit weg. Die werden das sicherlich nicht mitkriegen. Ja, keine Ahnung. Wo war überhaupt hier einer? Ober? Ich hab die Nase voll. Oui, Monsieur. Eine Flasche eures besten Weins.
Heute feiern wir den Tod der Tyrannen. Okay, ich habe die erste Aufgabe abgeschlossen. Den Typen muss ich eliminieren. Dazu nehme ich nochmal die Betäubungsbomben rein. Ich mach erstmal den Typen hier klar. Und dann den Dicken. Jetzt versucht das Ziel abzuhauen. Das wird nichts, Freundchen. Assassine! Ich bin schneller. Wirst du gleich sehen. Er darf nicht entkommen! Na, du aber auch nicht. Verhaftet ihn! Als erstes breche ich dir die. Jawolli! Und damit hätten wir unser Hauptziel. Der König ist nichts als ein krimineller Verräter. Und erst dann, wenn er wie ein gemeiner Verbrecher hingerichtet wird, ist die Welt für Jacques de Molays Wahrheit bereit. Ihr könnt der Welt alles zeigen, was ihr wollt, Großmeister. Was ich tue, tue ich zum Wohle Frankreichs. Ihr hattet recht. König Ludwig hat mit allen möglichen Leuten gesprochen. Bürger Le Pelletier, die Wahl steht bei 360 für Hinrichtung und 360 für Gnade. Wofür stimmt ihr? Hinrichtung. Die Wahl ist beendet und ausgezählt, Großmeister. Und? Der König wird sterben. Ich hatte keine Zweifel. Ich freue mich darauf, das Ende der Tyrannei zu bezeugen. Ich sorge dafür, dass ihr den besten Platz bekommt. Tja, du hast definitiv jetzt einen Platz in der ersten Reihe. Freundchen, das kann ich dir schon mal sagen. So, dann nehmen wir nochmal Rauchbomben rein. Und machen hier noch ein paar Leute klar. Und dann hau ich mal mit meiner neuen Knarre hier durch. Jeder Schuss ein Treffer. Ja, jetzt bin ich aber mal dran. Oh. Wow. So, du hast eben auf mich geschossen. Das habe ich mir gemerkt. Jawoll. So. Damit hätten wir die Aufgabe abgeschlossen. Ich fliehe jetzt mal aus dem Gebiet, so wie es von mir verlangt wird. Ich hoffe natürlich, dass sich das hier so einigermaßen einrichten lässt. Wohl eher nicht. Sie sind auf der Suche nach mir. Gut. Das bekommen wir hin. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich auf der Flucht bin. So, Arno. Okay, wir hatten es geschafft. Sequenz 10, Erinnerung 1, erfolgreich abgeschlossen. Mit allen Herausforderungen. Zwei Grobiane mit Berserkerpfeilen erledigen und zwei Doppelattentate. Habt ihr mitbekommen? Habe ich geschafft. So. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dem einen oder anderen hat es weitergeholfen. Hoffe ich doch. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Sage Tschüss, Bye Bye und auf Wiedersehen. Und bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt: Let's Play Assassin's Creed Unity.